Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem weiteren Video auf diesem Kanal. Und zwar ist heute nicht nur ein normales Video, sondern ist wie jedes Jahr, oder wir hatten bisher nur einen, aber der Jahresrückblick. Der Jahresrückblick ist eins der meistgefeiertsten Videos von euch. Ihr mögt das wirklich sehr. Und da der letzte Jahresrückblick so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, lege ich dieses Jahr noch einen drauf. Und habe auch noch meine ganze Kanalgeschichte in zwei Seiten zusammengefasst. Das heißt, ich zeige euch die komplette Kanalgeschichte von meinem Kanal. Ich wünsche euch hiermit viel Spaß mit dem Video. So wie letztes Jahr fangen wir auch dieses Jahr mit dem meistgeklicktesten Video an. Das meistgeklickteste Video ist in diesem Jahr, es hat sich vom letzten Jahr auf dieses Jahr tatsächlich geändert, und zwar ist es das Video Nur Obst drin. Das Video Nur Obst drin hat 1401 Klicks. Das ist, für mich ist es unglaublich. Ich weiß, für euch ist, ihr lacht euch wahrscheinlich gerade richtig tot, aber für mich, ich bin nicht gerade ein großer YouTuber, deswegen freut mich das auch. Und dieses Jahr werde ich dann auch auf das wenigst geklickteste Video eingehen. Und zwar ist das das Review zu dem Tor-Set, also zu diesem Set da mit Groot und diesem Raumschiff da. Das hat nämlich 18 Aufrufe. Es wurde halt knapp vor einem Jahr hochgeladen. Das ist ein bisschen lächerlich. Kommen wir dann nun zum meist gelikedesten Video. Und das ist auch das Nur Obst drin in Lego, also dieses Meme, das auch das meistgeklickteste ist. Denn das hat ganze 30 Likes, 30 Stück. Und das ist, wie auch vorhin gesagt, ist eins meiner besten Videos. Ich bin stolz darauf, dass ich da so, dass es so gut angekommen ist. Ich finde das echt krass. Und darauf gehen wir dann auch zu dem meistgedislikedesten Video ein. Und das ist nach wie vor das Detroit Become Human Video mit 10 Dislikes. Okay Leute, jetzt kommen wir zu den aktivsten Abonnenten dieses Jahres. Und ich hoffe, letztes Jahr war es ziemlich spannend. Ich hoffe, ich kriege es auch dieses Jahr wieder spannend hin. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem dritten Platz mal an. Also bevor ich jetzt anfange, wie auch im letzten Jahresrückblick, habe ich auch gesagt, dass sich jetzt keiner beleidigt fühlen soll, wenn er jetzt nicht auf der Liste steht, weil es waren echt so viele von euch aktiv und das finde ich auch toll, aber bei YouTube gibt es so eine Einstellung, da kann man sehen, welche Abonnenten am aktivsten, am meisten geliked haben, und da habe ich jetzt die Top 3 ausgesucht und ich hoffe, ihr werdet auch nicht zu beleidigt sein, wenn ihr nicht auf der Liste steht. Und zwar haben wir auf der Nummer 3 jemanden, der war auch schon letztes Mal dabei. Also letztes Jahr. Also das hat jetzt ein bisschen viel gesagt, denn es ist der Abonnent InuSoap99. Und ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, dass du den dritten Platz erreicht hast, der aktivsten Abonnenten. Du warst auch dieses Jahr wieder fleißig in Videos liken und kommentieren und anschauen, und ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du deinen Beitrag zu dem Kanal geleistet hast. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit dem zweiten Platz. Und Leute, jetzt kommt der zweite Platz. Dieser zweite Platz hat sich erst dieses Jahr wirklich zum Vorschein gebracht. Und zwar ist es, Leute, Rebutnon, ich weiß nicht, ob man dich so ausspricht. Sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Vielleicht Rebutnon. Und so, aber auf jeden Fall, du bist einer der krassesten Kritikschreiber. Deine Kritik ist gut ausführlich und man kann sie immer anschauen. Du schreibst auch teilweise richtig nette Kommentare und das mag ich an dir. Und ja, auf jeden Fall auch an dich. Großen, großen Dank, dass du so aktiv bei meinem Kanal mitgeholfen hast. Ohne euch wäre der Kanal jetzt nicht so, weil ohne eure Kritik so und eure Lobe, da wüsste ich jetzt nicht, was ich machen soll, was ich vielleicht besser machen soll, was ich nicht besser machen soll. Es ist echt gut, dass ihr das macht. Und Leute, jetzt kommen wir zu der Creme de la Creme des Jahresrückblick-Special.
Und zwar kommen wir jetzt zum ersten Platz der aktivsten Abonnenten, des aktivsten Abonnenten des Jahres 2019. Und der aktivste Abonnent des Jahres 2019 ist, Leute, und jetzt festhalten, nach wie vor Dennis Punk. Dennis Punk ist einer der besten Kritikschreiber, einer der besten Lobeschreiber. Der ist bei jedem Video, er kennt jedes Video, er liked jedes Video. Und er hat mich auch schon seit ziemlich dem Anfang auch abonniert. Und das finde ich echt gut, dass auch viele Leute Kritik schreiben und auch Lobe schreiben. Ich mag das, dann weiß ich, was ich verbessern kann, nach wie vor. Und jetzt bedanke ich mich bei jedem von euch, bei jedem von meinen Abonnenten, bei jedem von den Leuten, die mir zuschauen, bei jedem von den Leuten, die vielleicht kein Konto haben und mir trotzdem zuschauen, bei den Leuten, die ein Konto haben und mir zuschauen, aber nicht abonniert haben, keine Ahnung. Und ich wollte mich einfach bei allen von euch bedanken, ihr habt mir so weitergeholfen. Ohne euch hätte ich mit YouTube aufgehört, keine Ahnung. Also ihr seid die Quelle meiner Videos. Ohne euch würde ich das alles hier gar nicht machen. Und ich wollte mich einfach für euren Support bedanken, dass ihr mich so unterstützt habt in der Zeit, wo ich YouTube gemacht habe. Und dafür ein dickes Dank an euch. Und hiermit wünsche ich... Und jetzt, Leute, hört ihr nochmal meine ganze Kanalgeschichte in 5 Minuten. Meine Kanalgeschichte fing mit einigen Lego Stop-Motion-Filmen an. Dadurch ergaben sich dann auch die ersten Abonnenten. Nachdem ich dann mit den Lego Bodyguards und einigen anderen Filmen die 10 Abonnenten erreicht hatte, habe ich ein 10 Abonnenten-Special-Video aufgenommen, das darin bestand, eine Lego-Figur 24 Stunden, also im Titel steht 12, aber es waren eigentlich 24, in eine Gefriertruhe zu stecken. Das Ergebnis könnt ihr oben in der Infokarte anschauen. Danach hat das meistgeklickteste Video auf meinem Kanal gefolgt. Das Video Nur Obst drin, mit 1365 Klicks. Danach folgten noch ein paar Stop-Motion-Videos wie der Trump-Film oder das Lego-Parcours-Video. Danach traute ich mich das erste Mal in dem Video So machst du einen Stop-Motion-Film meine Stimme zu zeigen. Danach folgten viele Reviews, zum Beispiel über Lego Jurassic World oder eine Abstimmung über mein altes Intro. Nachdem ich dann ein paar Minecraft-Sets erlangt habe, habe ich dann auch mit der aktuell beliebtesten Serie auf dem ganzen Kanal begonnen. Das war die Minecraft-Serie, die mit 618 Klicks und 39 Likes bei euch mega gut ankam. Danach habe ich mich das erste Mal mit der Sonnenbrille gezeigt und auf alle Kommentare von meinem Kanal reagiert, um darauf die Nachricht zu verkünden, die sich Breaking News genannt hatte und ein Projekt war. Kurz darauf kam der Trailer zu dem angekündigten Projekt. Das Projekt hat sich um ein Real-Life-Spiel gedreht, worauf ich dann auch ein Video namens Cash Game kreiert habe, bei dem es auch um ein Real-Life-Spiel ging. Nachdem ich dann ein paar alte Videos von mir hochgeladen habe, habe ich ein paar Trailer für das damals nächste Jahr hochgeladen und 100 Minifiguren in einem Video gezeigt. Nach einem Lego in Real-Life-Video und einigen Lego Harry Potter Review kam die erste Reaction auf ein Video von dem YouTuber Tanzverbot zu seinem Song Mein Leben. Ich habe darauf dann noch die Serie Mr. Monk in Lego animiert. Schließlich habe ich mich dann auch mit dem Video Fortnite in Real Life bei den 30 Abonnenten bedankt. Jetzt haben wir mittlerweile schon die 60, also das Doppelte sogar schon. Als ich mit dem Filmfakten-Video dann schließlich fertig war, habe ich den Trailer zu dem Halloween-Special veröffentlicht, das dann auch am 31. Oktober 2018 veröffentlicht wurde. Das war mit 8 Minuten Stop-Motion mein längstes Stop-Motion-Video auf meinem Kanal. Es gab noch ein Video mit dem Namen Wenn Werbung ehrlich wäre, bevor ich mich mit dem Weihnachts-Special von 2018 auseinandergesetzt habe. Und nach einem Review zu einem Lego-High kam dann das letzte Video für das Jahr 2018. Das war das letzte Jahresreview. In das Jahr 2019 startete ich dann mit einem Lego Star Wars Video und einem etwas merkwürdigen 40 Abonnenten-Special. Danach ist es dann wieder mit Stop-Motion weitergegangen, bis ein Mitarbeiter eine Figur vom Namensgeber des Kanals aus Lego gebaut hat und ich ein Video dazu gemacht habe.
Besonders gut ist dann ein Zaubertrick-Video und der Lego-Kurzfilm Rebellion of Freedom angekommen. Als der Kanal dann ein Jahr alt geworden ist, kam nach einem sehr erfolgreichen Brawl Stars-Video eine Fortsetzung zum Film Avengers Endgame, die auch in Lego animiert wurde. Als mir ein neues Format dann eingefallen ist, in dem ich YouTube-Kacke mache oder gemacht habe, habe ich erst von meinen Videos und von den Videos vom YouTuber Snilies eine YouTube-Kacke gemacht. Darauf habe ich dann ein paar Produkte aus Videospielen wie Fortnite und Overwatch vorgestellt, bevor ich versucht habe, ein paar Marvel-Effekte darzustellen. Mit meinem Freund habe ich dann einen sogenannten Ghost-Vlog erstellt, bei dem auf meinem Kanal ein Trailer gekommen ist und der offizielle Vlog auf dem Kanal Leon und Levi Studio gekommen ist. Danach kam das erste GoPro-Video auf meinem Kanal und dann noch ein Ranking zu den 10 teuersten Lego-Sets. Schließlich noch ein Review über Harry Potter, bevor ich nach einem weiteren Bike-Video ein Lego-Adventskalender-Video gemacht habe und darauf das Wrestling-Figuren-Match hochgeladen habe. Also das war das letzte Video, das ich bis zum heutigen Tag gemacht habe. Und hiermit bedanke ich mich für die schöne Zeit mit euch und ich wünsche euch natürlich ein frohes neues Jahr 2020. Tell me that you love me, even if it's fake.